Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ihr seht schon, BDK, la Découverte, Découverte, glaube ich. Ich bin durch. Ich habe meine ganzen Proben ausprobiert aus dem Hause BDK. Das Ding ist jetzt leer. Ich habe die alle neben mir geordnet nach meinem Ranking und werde euch jetzt mein Ergebnis mitteilen. Mal schauen, ob ein Duft bei mir eingezogen ist oder vielleicht zwei oder vielleicht sogar drei. Mal gucken. Vielleicht kommt auch noch einer. Mal schauen. Ich habe meine Liste brav ausgefüllt mit meinen Wertungen, was ich so erschnuppern konnte und wie ich das so empfunden habe. Ich gehe also nochmal alle Düfte mit euch durch. Nicht mehr so intensiv wie beim ersten Anschnuppern, wo ich alle Duftnoten einblende. Das mache ich jetzt nur noch bei denen, wo auch Flakons eingezogen sind. Ja, auf den letzten Platz von allen 20 Düften ist bei mir leider gekommen der Vanille-Lederduft. Vanille-Leather. So sieht die Probe aus. Ich habe das auch einen Tag lang intensiv getragen, habe auch durchaus nachgesprüht. Man sieht, das Ding ist halb leer. Es sind immer 2 Milliliter Proben, ungefähr 1 Milliliter pro Tag kriege ich schon durch bei einem Duft. Ja, was habe ich da gerochen? Ich habe mir aufgeschrieben, Vanille, ja. Leder? Fragezeichen. Ich habe kein Leder festgestellt, nicht so wirklich. Das war mir zu floral. Es roch eher nach einem blütigen Vanilleduft. Ich habe da ungefähr 4 Stunden Spaß mit gehabt, dann musste ich halt nachsprühen und habe dem Ganzen eine 4 von 10 gegeben. Ja, 4 von 10 ist immer noch nicht grottig. Ne? Das sind alles durchaus gute Düfte, aber der hier hat nicht meinen Erwartungen entsprochen. Ich finde, es gibt schönere Vanille-Lederdüfte und deswegen brauche ich den nicht mehr. Ja. Also ich werde den natürlich zu Ende benutzen, dieses einmal tragen werde ich mir noch gönnen, aber dann ist auch gut. So, was mache ich jetzt mit den Düften, die durch sind? Ich habe natürlich keinen Tisch hier, ich habe nur einen Stuhl, wo die alle geordnet liegen, will die aber nicht durcheinander bringen, also werfe ich es aufs Bett. Ja. So, Vanilleleder war der, in Anführungszeichen, schlechteste Duft. Wie gesagt, alle sind von der Qualität her wirklich, wirklich gut. Der hat nicht meine Erwartungen erfüllt und deswegen ist er auf dem letzten Platz gelandet. Auf dem vorletzten Platz, auch mit einer 4 von 10 und nur 3 Stunden Haltbarkeit, den ich aber ja schöner fand, ist der Bouquet d'Henri gelandet. Bouquet d'Henri, da habe ich mir aufgeschrieben, der ist sauber floral, nichts aufregend Neues, aber schön. Haltbarkeitssillage fand ich halt nicht so gut, deswegen hat er nur die 4 Punkte gekriegt. Auch den habe ich gut halb leer, so in etwa. Ne? Ja, es ist ein floraler, femininer Duft. Nicht mehr und nicht weniger. Er ist handwerklich sicherlich gut, aber besticht nicht durch Haltbarkeit oder Sillage. Dann mit 5 von 10, wir steigern uns langsam, habe ich Crème de Cuir bewertet. Crème de Cuir ist auch so ein ledriger Duft. Für mich war er eher ein Wildleder. Er ist ein sanft ledriger Duft, aber auch ein bisschen sehr maskulin. Der war mir zu maskulin, um den selber zu benutzen. Den werde ich auch meinem Freund schenken jetzt. Dann kann er den nochmal einen Tag tragen. Ich habe den nicht wirklich viel nachgesprüht. Denn, was habe ich denn da aufgeschrieben für die Haltbarkeit? Bei Crème de Cuir 4 bis 5 Stunden. Ja, ich hatte trotzdem nicht das Bedürfnis, den nachzusprühen, weil er mir zu maskulin war. Ja, den werde ich gleich verschenken. Da wird sich jemand freuen. Deswegen lege ich den mal hier hin. Hier ist ein Regal neben mir. Da kann ich das für ihn lagern, aber eben nicht alle Düfte. Als nächstes haben wir wieder was sehr Florales. Und zwar den neuesten Duft aus dem Hause BDK, den Tresson 12, glaube ich. Saint Honoré.
Das ist die Adresse des Hauses. Na, kann er das mal scharf stellen? So. 5 von 10, er ist nett. Er hat 4 bis 5 Stunden Haltbarkeit bei mir ergeben. Ja, war eben ja, erstmal gut in der Sillage, aber eben nach 4 bis 5 Stunden wirklich nur hautnah. Er ist so ein ja, Papierduft irgendwie, ne? Der erinnert mich ein bisschen an so Diptyque-Papierdüfte oder ja, erst Papieren. Nicht nur floral, sondern durchaus auch Papieren. Was habe ich mir noch zu ihm aufgeschrieben? Blumen, klar, floral und Papier. Gut wahrnehmbar, dann hautnah. Ja. Der ist durchaus gut, den werde ich auch zu Ende genießen, aber dann ist auch okay. Der muss nicht einziehen bei mir. Dann auf dem nächsten Platz ist gelandet mit 6 von 10 Punkten. Wir steigern uns wieder. Der Ombre Safrano. So. Der ist auch wieder eher maskulin und reif, habe ich mir aufgeschrieben. Also für einen, ja, vielleicht sogar ein bisschen älteren Mann ein Duft. Er ist sehr dunkel und harzig und hat eine super Haltbarkeit mit 6 Stunden Minimum. Gutes Sillage, aber eben sehr, sehr maskulin, sehr dunkel. Ja. Auch da hatte ich nicht das Bedürfnis nachzusprühen. Der ist noch dick halb voll, eher so 2/3. Auch den werde ich weiterreichen und nicht weiter selber tragen. Ist ein guter Duft. Aber eher an einem gestandenen Mann, sag ich mal. Ja. Dann kommen wir zum ersten blauen Duft, zum ersten spritzig-zitrischen Duft, Citrus Riviera. Citrus Riviera, wie der Name schon sagt, ist ein zitrischer Duft. Sehr zitrisch, leicht süß. Vielleicht ist eine Mandarine drin, habe ich vermutet. Wenn ich nochmal nebenan gucke an die Duftnoten, steht Mandarine an 2. Stelle nach Neroli, ja. Habe ich also recht gehabt. Über 6 Stunden Haltbarkeit. Für einen zitrischen Duft Bombe. Richtig, richtig gut. Aber zitrische Düfte sind nicht so meins. Ich habe mir aufgeschrieben 6 von 10 Punkten mit Wohlwollen. Aber die Haltbarkeit ist halt richtig gut. Ja, ist ein schöner Sommerduft. Auch den 6 Stunden Haltbarkeit wollte ich nicht nachsprühen. Musste ich nicht nachsprühen. Ist noch gut was drin. Werde ich zu Ende tragen. Auf jeden Fall. Ist ein toller Sommerduft. Jetzt für Herbst, Winter wird das nichts mehr sein, aber im Sommer, ja, auf jeden Fall. Als nächstes keine Originalprobe, sondern eine Abfüllung. Und zwar das French Bouquet. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Das habe ich mir abfüllen lassen bei Essenza Nobile. Ich glaube, man kann es nicht lesen oder so vielleicht. So, mein Zettel ist in der Zwischenzeit auch runtergefallen. Jetzt ist er wieder da. French Bouquet. French Bouquet ist klassisch feminin, hat für mich Chanel Nummer 5 Vibes und hält so um die 6 Stunden. Auch da ist noch gut was drin. Ja, werde ich zu Ende benutzen. Ist mir aber ja zu klassisch feminin, als dass ich davon einen Flakon brauchen würde. Der hat für mich wirklich so Chanel Vibes. Aber kann man immer mal machen, ne? Vollkommen okay. Dann kommt wieder so ein blauer. Und zwar der Sel d'Argent. Das silberne Salz. Auch den habe ich einen Tag lang getragen. Und mir aufgeschrieben, dass ich mehr als 6 Stunden davon hatte. Stimmt nicht, Entschuldigung, ich bin verrutscht. Von dem hier hatte ich ungefähr 4 Stunden was. Ich fand ihn bei 32 Grad, muss ich allerdings auch sagen. Wir hatten an dem Tag 32 Grad, das entschuldigt ihn vielleicht ein bisschen schwach. Er hat mir aber Lush-Vibes gegeben. Und Lush-Vibes mag ich. Erinnert mich so ein bisschen an so das Big Shampoo von Lush. Der Sel d'Argent. Der hat totale Lush-Vibes für mich. Ich finde den daher sehr schön, aber ich fand ihn halt schwach. Vielleicht muss man den nochmal an einem kühleren Tag ausprobieren. Von daher bin ich da vielleicht noch nicht so ewig fertig, aber
diese ganz frischen Düfte sind halt nicht so mein Duftprofil. Ich trage die mal einen einzelnen Tag, aber nicht so oft. Deswegen glaube ich nicht, dass da ein Flakon bei mir einziehen wird. Dann sind wir damit auch durch. Als nächstes habe ich die andere Abfüllung, und zwar den Wood Jasmine. Auch von Essenza Nobile habe ich den kommen lassen. Und Wood Jasmine, dazu habe ich mir aufgeschrieben, 7 von 10. Wir kommen in diese Top-Liga der Düfte. Ich mag sowieso Jasmin-Düfte, ne? Also der liegt voll auf meiner Wellenlänge. Holzig-blumig, mittlere Haltbarkeit und Sillage habe ich mir aufgeschrieben. Ungefähr 6 Stunden hat er gehalten. Man sieht auch da, ich habe eher nicht nachgesprüht. Hätte ich das getan, hätte ich vielleicht noch mehr Freude an ihm gehabt. Denn er ist schön. Er ist so ein ausbalancierter, floral-holziger Duft, wie ich das richtig liebe. Und die florale Note ist halt Jasmin. Ne? Mag ich halt auch immer gern. Ich bin ja auch so ein Alien-Mädchen. Der ist schon schön. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zu Tuberose Imperial. Den, ja, habe ich so ziemlich als erstes ausprobiert. Ich fand ihn sehr feminin, cremig und floral, und er hat mich halt an helle Blüten erinnert, an Tuberose und Co. Ich fand die Tuberose hier nicht so kaugummiartig, und die Haltbarkeit und Sillage waren top. Auch den habe ich nicht nachgesprüht. Ich habe mir da nicht aufgeschrieben, wie viele Stunden er gehalten hat, aber er war schon präsent da, den ganzen Tag. Schön. Gefällt mir, aber ich bin halt auch nicht so das florale Mädchen. Aber für einen Tuberose-Duft finde ich den wirklich schön, muss ich sagen, ja. Ja. Dann kommen wir zu Oud Abramat. Wieder so ein sehr dunkler Duft. Der hat auch eine Haltbarkeit, die über 6 Stunden auf jeden Fall ist. Er ist sehr würzig. Er hat eine gut wahrnehmbare Weihrauchnote drin und ist super, super maskulin. Das heißt, der ist einer, der da wandert und gleich verschenkt wird. Ich habe ihm eine 7 von 10 gegeben, weil ich ihn so schön und durchaus auch sexy finde. Sehr schön maskulin, eine wunderschöne Note. Ja, der ist schön, ne? Und auch da, ich habe nicht nachsprühen müssen. Deswegen wird da der liebe Oliver auch noch gut was von haben. Und da wird er sich hoffentlich freuen. Die 3 Düfte gehen an ihn. Ich glaube, das war es auch, was an ihn geht. Den Rest behalte ich schön selbst. Der nächste Platz ist bei mir geworden der Nuit de Sable. Der hat auch 7 von 10 Punkten bekommen bei mir. Ist ein, ja, so ein Wüstenduft, ne? Wie ich den, die im Raumduft immer so sehr liebe, so ja, Warm Desert Wind mäßig. Also man merkt schon irgendwie heißen Sand. Ich finde den richtig schön. Der hat eine gute Haltbarkeit und Sillage, habe ich aufgeschrieben, trotzdem ist der so leer. Weil ich den Duft so schön fand und mir dann immer mal wieder nochmal auf die Hand gesprüht habe, um den so präsenter zu riechen. Ich finde den schon wirklich sehr, sehr schön. Ja, für mich ist sowas allerdings, glaube ich, eher was im Raumduft, als dass ich da wirklich einen Flakon von bräuchte. Ich werde aber, ja, diese paar Tropfen, die da noch drin sind, sicherlich nochmal so zum Schnuppern, vielleicht auch mal abends auf mein Handgelenk geben. Der Zettel ist wieder runtergefallen. Ich muss mal wieder mich spücken. Dann kommen wir wirklich in die Top-Riege hier rein. Mit 8 von 10 Punkten hätte ich hier den Passoir Extrait. Der Passoir Extrait ist bei mir ein bisschen schlechter als der Original Passoir gelandet. Weil er einen sehr patchouli-lastigen Auftakt hat, der mir nicht ganz so gut gefiel wie beim Original-Passoir. Ja, deswegen hat er einfach einen Punkt weniger gekriegt. Der Originalduft kommt da gleich. Ja, Passoir, Haltbarkeit, Sillage, top.
kann man nicht meckern, hält den ganzen Tag. Ich habe auch den, glaube ich, nicht wirklich nachgesprüht. Nö. Auch da ist noch super viel drin. Das hat mir voll gereicht für einen Tag. Der ist schön. Aber der Auftakt ist nicht so schön wie beim Original. So. Dann kommt aber zwischendurch nochmal ein blauer Duft. Und zwar der Via Neroli. Den fand ich auch richtig, richtig schön. Der hat für mich 4711 Vibes. Was ja eigentlich gar nicht so, ja, so außergewöhnlich und toll klingt. Die hat er wirklich. Er hat aber, habe ich mir aufgeschrieben, wirklich cremige und schöne 4711 Vibes. Ich fand diese cremige Tendenz dabei richtig gut. Man sieht, ich habe ungefähr ein Drittel gebraucht von diesem Fläschchen. Und er hat für mich mindestens 6 Stunden gehalten und es war warm. Es war wirklich warm an dem Tag. Ich habe die blauen Düfte alle bei so Top-Sommerwetter getestet. Den fand ich den schönsten, den Via Neroli. Hätte ich nicht gedacht beim Kaltschnuppern. Aber auf meiner Haut war der wirklich, wirklich cremig und schön und trotzdem so frisch und ja, sauber. Richtig, richtig gut. Ja, jetzt kommen wir zu meinen Flakon-Kandidaten. Ich habe hier mit einer 9 von 10 bewertet, den Velvet Tonka. Den finde ich richtig, richtig, richtig schön. Eine wunderschöne Tonka-Note. Top-Haltbarkeit und Sillage, mindestens 8 Stunden habe ich mir aufgeschrieben. Und der ist so samtig süß. Ja, mal sehen. Ich merke mir den auf jeden Fall mal. Ich habe, ja, davon hatte ich noch eine andere Abfüllung. Die habe ich fast leer gemacht, da war aber auch nicht viel drin und dann habe ich die Probe halt noch komplett. Die werde ich erstmal genießen. Und dann könnte es sein, dass irgendwann in der Zukunft ein Flakon bei mir einzieht. Ich finde den wirklich, wirklich schön, den Velvet Tonka von BDK. Dann habe ich eben ja schon gesagt, dass ich auch den Passoir wirklich mag. Auch der hat bei mir 9 von 10 Punkten bekommen. Und auch der ist auf jeden Fall ein Flakon-Kandidat. Zudem habe ich mir aufgeschrieben, dass ich den total schön fruchtig feminin finde. Er eine Top-Sillage hat. Gerade dadurch ist er mir aufgefallen. Der hat wirklich gestrahlt. Und ungefähr 6 Stunden Haltbarkeit. Ich habe von dem, glaube ich, auch eine Abfüllung gehabt. Ja, da sind auch 2 Sachen drin. Die habe ich, ja, auch wieder gut halb geleert. Die Probe davon ist noch voll. Ich glaube, ich habe noch eine Probe. Und wenn ich dann den immer noch so schön finde, glaube ich, dass ein Flakon bei mir einziehen darf. Der ist wirklich schön. Und ich finde den auch, obwohl er so feminin ist und ich eigentlich eher so ein Unisex-Träger bin, finde ich den richtig, richtig gut. Der Passoir von BDK. Wunderschöner Duft. Dann gleich auf und gleicher Name. Grichanel und Grichanel Extrait. Beide fand ich erstklassige Ausgehdüfte. Die sind vielleicht nicht so super geeignet für über Tag. Ich habe die natürlich über Tag getestet. Ich fand die auch durchaus schön. Aber ich habe mir aufgeschrieben, das sind eher Ausgehdüfte. Ich habe sogar geschrieben, Wahnsinns-Ausgehduft. Sehr edel, gute Haltbarkeit von ungefähr 8 Stunden. Den Extrait finde ich in Tacken sanfter und geschmeidiger als den Original. Aber ja, 9 von 10 Punkten. Da dürfte gerne ein Flakon einziehen, wenn es nicht einen wirklich guten Dupe geben würde. Eine wirklich gute Anlehnung an den Duft, die ich mir gegönnt habe von La Taffa, der Liam Gray. Der ist auch schon eine Weile bei mir. Ich habe auch den schon mal so ein bisschen getestet. Auch die Präsentation ist wieder wirklich schön, finde ich. Und der riecht halt nach Grichanel. Auch der hat so einen gräulichen Ton in der Flüssigkeit und ist einfach wunderschön.
Ja, der hat für mich genug Grichanel-Vibes, der hat auch genug Haltbarkeit, dass mir der reicht. Und erst wenn ich durch den durch bin, vielleicht mal das Original einziehen darf. Aber seien wir ehrlich, werde ich durch diesen Flakon in nächster Zeit durchkommen? Mit Sicherheit nicht. Ja, ich werde ihn aber genießen und sehr, sehr gerne tragen, denn ich finde Grichanel und auch Liam Grey einen wunderschönen Duft. Da ich gesagt habe, sobald ein Flakon einzieht, blende ich auch noch mal Duftnoten ein. Bei Grichanel wären das Feige, schwarzer Tee, Kardamom, Iris, Vetiver, Sandelholz und Tonka. Und beim Extrait kommt dann noch Patchouli, Vanille und Zedernholz dazu. Ja, ich finde beide wunderschön. Ich finde den hier wunderschön und ja, werde den weiterhin genießen. Das war Platz 3 übrigens. Mit anderen Worten, es sind noch zwei Flakons bei mir eingezogen. Auf Platz 2 ist Rouge Smoking bei mir gelandet. Ein wunderschöner, süßer, gourmandartiger Duft. Der startet super fruchtig. Habe ich mir aufgeschrieben, wird immer kuscheliger und Tonka-artig. Halb leer. Also man braucht schon so ein bisschen halt was. Ne? Ich war aber auch großzügig, weil, ja, weil ich schon wusste, dass der bei mir einzieht, weil ich schon nach dem Test den so toll fand. Ne? Fand. Rouge Smoking hat bei mir 8 Stunden gehalten, mindestens. Ich habe ihm 10 von 10 Punkte gegeben und ich würde ihn immer wieder auch kaufen. Ja, ich habe ihn gekauft. Und so sieht es dann aus, wenn ein Original-BDK-Duft bei einem einzieht. Da sieht man nochmal die Duftnoten. Dann sage ich die doch auch direkt mal wieder. Bei Rouge Smoking haben wir da Bergamotte, Kirsche, pinke Beeren, schwarze Vanille, Heliotrop, Ambroxan, hält gut, strahlt gut, Kaschmiran, Tonka, Labdanum und weißer Moschus. Alles Noten, die ich richtig, richtig schön finde. Ja, wenn man dann ja, sich das mal genauer anguckt, ist hier so eine kleine Schublade. Das Ganze sieht übrigens aus wie ein Buch, ne? Das soll auch so aussehen, dass man eben so eine Bibliothek der Düfte sich anschaffen kann. Hier, diese Schublade kann man dann rausziehen und da liegt das gute Stück. Rouge Smoking von BDK ist bei mir im Original eingezogen. Und ich liebe ihn. Ich liebe ihn absolut. Ich finde auch den Flakon wunder, wunderschön. Ich habe gehört, dass der irgendwie inspiriert ist von der Architektur in Paris. Irgendwie ist das Dach von irgendwas und das ist so eine Säule. Schön. Ich finde die Flakons wirklich schlicht und schön. Ich finde auch dieses über die Ecke geklebte Label sehr, sehr schön. Und der Atomizer, der Sprühkopf. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich hoffe. Wunderschön. Rouge Smoking ist ein wunderschöner Duft. Und hier sieht man auch wirklich, dass das Parfum an sich auch wirklich rot ist. Schön. Einfach nur schön. Den habe ich mir gegönnt und den liebe ich jetzt schon. Rouge Smoking von BDK. Ja, der ist bei mir eingezogen. Und ich bereue es nicht. Ich finde die auch für einen Nischenduft und für die Aufmachung und das, was da so hinter steckt, finde ich die echt okay vom Preis her. Die einfachen hier, Rouge Smoking, 190 Euro für 100 Milliliter. Ja, auch ein Nicht-Nischenduft, auch so ein, ja, weiß ich nicht. Designerduft bei Douglas kostet mich oft über 100 Euro, weit über 100 Euro, die 100 Milliliter. Ich finde es okay. Das erste Buch steht im Regal. Ja, und auf Platz 1. Wer aufgepasst hat und sich gut auskennt in dem Haus, der weiß schon, worum es geht. Ich selber war sehr, sehr, sehr überrascht. Sehr überrascht. Denn damit habe ich nicht gerechnet. Tabak. Rose ist meine Nummer 1 geworden. Ja, ich hätte, wie gesagt, selber nicht damit gerechnet. Hier drin sind rosa Pfeffer, Pflaume, Zitrone, Rose, Zimt, Schokolade, Tabak, Patchouli und Labdanum.
Ich habe mir geschrieben, kurzer Oma-Auftakt. Der ist aber wirklich nur äußerst kurz. Ich glaube, das war mein erstes Urteil, dass das so ein bisschen Oma-mäßig riecht. Das ist wirklich nur der Auftakt. Der ist wirklich kurz. Dann, wunderschön. Einfach nur wunderschön. Erinnert mich ein bisschen im Dry Down oder schon ab dem Herzen an, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von Lush, es gab mal so ein, ja, so eine Seifenbutter im Grunde. Ring of Roses hieß das. So riecht's. So ein richtig schöner, authentischer Rosenduft. Und bei mir kommt im Dry Down immer mehr Schokolade durch irgendwie. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Doch, die ist drin. Nach Zimt hatte ich Schokolade genannt. Die kommt im Dry Down richtig gut raus. Und auf den habe ich mir gekauft. Die dunklen hier sind ein bisschen teurer. Da kostet die 100 Milliliter Flasche 215 Euro. Aber dieser Duft hier ist mir das absolut wert. Und ja, da ist er. Der Tabak Rose durfte bei mir einziehen. Ich bin auch über den Tag von zwei Leuten angesprochen worden, die den Duft so schön fanden. Ja, das heißt ja auch was, ne? Tabak Rose von BDK. Auch da diese wunderschöne Flasche. Auch da wunderschöner Atomizer. Ich hätte selbst nicht geglaubt, aber Tabak Rose ist bei mir die Nummer 1 geworden. Ich liebe ihn. Der könnte durchaus auch wirklich mein Signature Scent werden. Der ist einfach nur schön. Ja. Ich bin überrascht, weil ich den beim Anschnuppern eben nicht so dolle fand. Ich muss auch wirklich nochmal in das Video reingucken, wo ich die angeschnuppert habe und gucken, was ich da zu Tabak Rose gesagt habe. Aber jetzt, nachdem ich die getragen habe, alle, der ist einfach für mich der schönste. Ja, das ist meine Nummer 1 geworden. Ihr seht, ich habe mir das ganze Haus angeguckt. Ich war begeistert von der Gesamtqualität all dieser Düfte und ich fand wirklich viele Düfte auch schön. Zu dreien davon sind in irgendeiner Form Flakons hier eingezogen. Zwei davon stehen noch so ein bisschen auf meiner Wunschliste. Von 20. Das finde ich einen ganz guten Schnitt, ne? Also da kann man nicht meckern. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wenn ihr das Haus BDK kennt, welches euer Favorit ist. Habt ihr einen davon? Das würde mich wirklich sehr interessieren und ja, ich würde gerne mit euch in den Austausch gehen. Und falls ihr Tabak Rose mal probiert habt, wie findet ihr den? Findet ihr den auch so gut wie ich? Wart ihr überrascht, dass ihr auf einmal einen Rosenduft, so einen klassischen Rosenduft so schön findet? Oder ist der bei euch mehr so, naja, ist so ein bisschen Oma-Rose? Auch das würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann immer ihr das Video gesehen habt. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra.